Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist tatsächlich meine erste OSMC. Ich werde mich einfach mal kurz am Anfang selber vorstellen. Mein Name ist Alexander Wirth. Ich bin der technische Leiter bei der Kreativ GmbH und wir machen alles, was in irgendeiner Form mit Open Source zu tun hat. Parallel dazu bin ich seit vielen Jahren im Debian-Projekt aktiv, jetzt glaube ich schon gut 12 Jahre, und betreue dort auch eine Vielzahl von Paketen, so 50 bis 150 Stück. Den genauen Überblick habe ich irgendwann verloren. Unter anderem halt nahezu den gesamten Isinga Nagios Stack. Eigentlich sind wir ein Team, das heißt, wir haben mehrere Leute, die daran arbeiten. Die würde ich Ihnen am Anfang jetzt einfach ganz kurz vorstellen. Teilweise sind sie auch hier im Publikum. Hinten ist zum Beispiel der Sebastian Hahl, hinten, wo es winkt. Der Markus Frosch sitzt hier vorne. Und wir haben auch ein paar mehr Leute. Ich habe bestimmt irgendjemanden vergessen. Insofern entschuldige ich mich einfach mal vorher bei den Leuten, die ich vergessen habe. Der erste ist der Stig, kommt aus Norwegen und macht bei uns die ModGearman, CheckMK, CheckMulti-Pakete und Munin-Pakete und arbeitet halt im Norwegen im Hosting-Bereich. Der andere ist der Jan. Der Jan arbeitet in Süddeutschland bei einem kleinen Provider und macht im Debian-Projekt die Package Nagios Plugins-Pakete. Das heißt, alles, was irgendwie mit Plugins zu tun hat, läuft meistens beim Jan in irgendeiner Form über den Tisch. Insbesondere halt Nagios Plugins, Nagios Plugins SNMP. Zusätzlich übernimmt er die Betreuung der meisten Backports. Was Backports ist, komme ich gleich nochmal eben kurz zu. Ja, da haben wir den Sebastian. Der betreut fast alles, was in irgendeiner Form mit RAD-Tool zu tun hat. Unter anderem halt PNP für Nagios, CollectD, was auch in Nagios oder Isinga integriert werden kann, RAD-Tool selber und ist auch schon seit einigen Jahren im Debian-Projekt tätig und arbeitet auch hier in Nürnberg. Alexander Reichle-Schmehl macht bei uns den alten Nagios-Grapher, der tatsächlich auch noch eingesetzt wird bei einigen Firmen, insbesondere denen, die halt eine Abneigung gegen PHP haben, und NACWIS, was den meisten Leuten wahrscheinlich auch bekannt sein dürfte. Der Bernd Seimitz ist relativ neu bei uns, der macht das neue Nagios-Plugins Contrib, was die meisten wahrscheinlich noch nicht kennen werden, die in irgendeiner Form mit Debian und Nagios zu tun hatten, weil es recht neu ist. Und last but not least haben wir den Uli Martens. Der betreut ICLI, was ein Isinga Command Line Client ist. So ein N-Curses geschrieben mit N-Curses und bunten Farben. So, jetzt kommen wir zu der letzten Seite vom Team. Das ist Markus, der ist auch recht neu bei uns. Der macht die Isinga Webpakete, ist firmenmäßig ein bisschen vorbelastet, was Isinga angeht, arbeitet also bei NetWays. Last but not least, zu mir. In dem Projekt bin ich auch noch Listmaster, das heißt, ich betreue alle Mailinglisten mit. Ich habe Backports mit ins Leben gerufen und betreue es auch seit vielen Jahren. Und im Nagios-Bereich betreue ich Nagios, Isinga, Truk, NRP, NSCA, CheckMK und ungefähr 30 Bibliotheken, die darum rumschwirren. Da besorge ich mich, Sven ist gar nicht hier, ganz besonders bei Sven, weil sein Druckpaket tatsächlich die größten Libraries hat, die ich in irgendeiner Form jemals gesehen habe. Alles, was in irgendeiner Form auf CPAN rumschwirrt, hat er da reingetan. Was für Pakete haben wir? Worauf ich sehr stolz bin, ist, dass wir im Debian-Projekt wahrscheinlich die größte Menge von fertig paketierten Nagios- oder Isinga-Sachen haben, die es derzeit im Distributionsbereich gibt. Insbesondere haben wir sie halt auch in Debian selbst drin, was bei den Red Hat-Leuten, SUSE-Leuten,
im Allgemeinen nicht der Fall ist. Wir haben, die Pakete sind im Allgemeinen gepflegt in zwei wichtigen Branches. Das eine ist halt Stable. Wie der Name sagt, weiß nicht, je nachdem, wie viel Erfahrung Sie mit Debian haben, Stable ist halt nun ja Stable. Das heißt, wenn wir einmal released haben, tut sich an diesen Paketen nichts mehr, außer halt Security-Updates oder kritische Bugfixes, aber es gibt keine Versionssprünge mehr. Das ist halt das, was ein Stable-System ausmacht. Der typische Debian-Release-Zyklus liegt bei 18 Monaten, so in dem Schnitt, plus minus 3 bis 6 Monaten. Das heißt, wenn Sie mit diesem Release-Zyklus arbeiten können, die Software, so wie sie ist, für Sie ausreichend ist, bleiben Sie drauf. Die Sachen sind intensiv getestet und sind im Allgemeinen ja, rockstable. Für Isinga würde ich das nicht unbedingt sagen. Die Version von Isinga in Stable ist bei 1.02. Da liegt tatsächlich einiges zwischen. Aber was Nagios angeht, die Nagios 3 Pakete sind meiner Ansicht nach ein Stable stabiler als in den letzten Releases von Nagios, weil die so ihre ganz speziellen Bugs mitgebracht haben. Das andere, was wir haben, ist Debian Backports. Ich weiß nicht, wie Backports ein Begriff ist. Ich führe das einfach mal eben kurz aus, was Backports ist. Debian Backports haben wir vor ein paar Jahren geschaffen, um eben dieses Stable-Problem zu lösen. Die meisten Leute betreiben halt einen Server unter Linux, Debian Linux, und sind, sage ich jetzt mal, mit 98% aller Software völlig zufrieden, weil sie funktioniert. Der Apache funktioniert, das System selber funktioniert, Paketsystem funktioniert, aber die eine Applikation, wie die Postgres-Datenbank oder das Nagios oder das Isinga oder was auch immer, hätte man halt ganz gerne aktueller. Deshalb haben wir das Backports-Repository geschaffen. Haben wir vor, glaube ich, gut 8 Jahren getan. Damals noch außerhalb des Debian-Projektes, als Zeitprojekt. Und in diesem Backports-Repository pflegen wir halt aktuelle Versionen von Paketen, wie sie sich im Debian-Testing-Zweig befinden. Das heißt, wir haben relativ strenge Aufnahmekriterien, in welchen Versionen und was für Pakete in dieses Repository aufgenommen werden. Und zwar ist das halt alles das, was in Debian Testing drin ist. Ich weiß nicht, wie firm Sie sind mit dem, wie Debian funktioniert. Debian hat halt ein mehrstufiges System. Wir haben zum einen das Debian Stable. Das ist, wie der Name sagt, Stable, eingefroren, liegt auf der Seite. Dann haben wir das Unstable Repository. Und die Maintainer laden in das Unstable Repository hoch. Dann liegt das Paket da ein paar Tage. Und wenn das Paket sich als bugfrei genug herausstellt, das heißt, es werden keine neuen Bugs aufgemacht, sondern Bugs geschlossen, und es sind keine Release-Critical-Bugs dagegen aufgemacht worden, dann wandert dieses Paket irgendwann in den Testing-Zweig. Das sind im Allgemeinen 10 Tage. Man kann da als Maintainer ein bisschen was dran dehnen, indem man mit den Severities spielt, mit den Priorities von dem Paket. Wenn man zum Beispiel einen wichtigen Security-Fix nach Testing kriegen muss, dann kann man das ein bisschen beschleunigen. Aber normal sind das 10 Tage, wenn Bugs auftreten, auch beliebig länger. Deshalb sind die Pakete in Testing halt im Allgemeinen so weit getestet und stabil, dass wir halt sagen können, okay, die Version nehmen wir, packen sie ins Backports Repository. Von dort aus kann man sie dann beziehen. Das Backports Repository liegt unter backportsdebian.org, weil wir seit ein paar Jahren ein offizieller Teil des Debian-Projektes sind. Das heißt, wir laufen auf Debian-Hardware, sind vom Debian-Projekt offiziell unterstützt und benutzen halt auch die Build-DFarm. Was dann bedeutet, dass jedes Paket halt auch für dieselben Architekturen vorliegt, wo es auch im normalen Debian vorliegt. Das heißt, wenn Sie eine neuere Version vom Nagios brauchen oder vom Isinga, hat Ihnen der Jan wahrscheinlich da schon ein Paket hingelegt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Wie man hinten in der Tabelle sehen kann, ist so von den großen Paketen das meiste abgedeckt. Bei CheckMK, ne, habe ich richtig gemacht. Ist das meiste einfach schon abgedeckt und funktioniert. Das ist so die zweite Wahl, die Sie treffen sollten, wenn Sie aktuellere Pakete brauchen. Zu der dritten komme ich später noch. Das ist so im Bereich der Ankündigung. Wenn wir uns mal kurz die Paketliste angucken, sehen wir, dass eigentlich nahezu alles vertreten ist, was Rang und Namen hat. Ob das jetzt Nagios, Isinga, Isinga Web ist, Schinken, CheckMK,
Oder seit neuestem ist das auch noch nicht im DBN-Archiv selber drin, Druck. Das habe ich in den letzten Wochen gemacht. Kann das ganz regulär per Paketsystem bezogen werden. So, jetzt an dieser Stelle möchte ich mal einen kurzen Rand über Packaging-Systeme machen. Die meisten werden sich wahrscheinlich fragen, aber ich kann doch OMD nehmen. So, meine persönliche Meinung zum Thema OMD ist, ich habe ein Paketsystem. Das ist apt, der Package. Das funktioniert. Ich möchte keine weiteren Paketsysteme haben. Aus jetzt gut 15, 16 Jahren Sysadmin-Erfahrung muss ich ganz klar sagen, man installiert keine Software aus Sourcen, man installiert keine Software nach /opt. Das macht irgendwann ein Tor auf, das man nie wieder zukriegt. Dann ist es OMD, die Python-Leute haben noch PIP, das ist auch ganz toll, Perl hat CPAN und ja, was wir sonst noch so alles haben. Die Ruby-Leute mit ihren Gems sind auch ganz großartig. Und irgendwann hat man sich halt einen Wust von Dingen geschaffen, die man einfach nicht mehr administriert kriegt. Auf ein oder zwei Servern funktioniert das. Aber wenn Sie irgendwann eine kritische Menge von Servern überschritten haben, ist das einfach irgendwann nicht mehr wartbar. Das ist meine persönliche Meinung. Der stimmt nicht jeder überein. Aber das ist zum Großteil meine Motivation, halt, um diese ganzen Dinge zu tun. So. Das ist Package und Agios. So, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich finde ihn gleich wieder. Ich möchte jetzt einfach mal zeigen, wie denn das Ganze im Allgemeinen einfach so abläuft. Ups, da bin ich dann zu weit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat schon mal Isinga mit Isinga Web und PNP für Nagios installiert? Wie lange haben Sie gebraucht? wir machen das Ganze jetzt mal hier live. Ich habe hier eine Debian-VM vorbereitet, das ist ein ganz normales Debian-Stable. In diesem Debian-Stable habe ich schon die Backport-Sourcen aktiviert. Wie das funktioniert, sieht man auf backportsdebian.org. Ich hoffe, ich habe das ganz gut dort erklärt. Wenn nicht, einfach bei mir melden, Bug schreiben, was ich besser erklären soll, ich tue das. Wie wir bereits gesagt haben, möchten wir gerne Isinga Web installieren. Isinga Web bedeutet, ich brauche eine Datenbank. Aufgrund meiner Firma bin ich da etwas vorbelastet. Wenn ich jetzt was anderes nehmen würde als Postgres, würde ich Ärger kriegen. Postgres 9.1 ist zufällig auch im Debian Backports drin und ist eigentlich meiner Ansicht nach die beste Wahl, wenn man ein richtiges Datenbanksystem haben möchte. Ansonsten gibt es noch MySQL. So, die Datenbank sollte einfach schon vorher installiert sein. Die kommt im Debian halt auch out of the box funktionabel mit. Also mehr brauche ich da jetzt nicht tun, damit bin ich durch. Das nächste, was ich tue, ist einfach meinen Satz von Paketen installieren. Was habe ich da? Das erste, ist, was ich habe, ist diesen Backports-Schalter. Falls jemand die Angst hat, dass wenn er Backports aktiviert, dass er allen Mist mitbekommt und upgedatet bekommt, das ist so nicht. Das Backports-Repository ist auf No-Automatic bei Updates geschaltet. Das bedeutet, solange ich es nicht explizit angebe, wird das Paketsystem kein Paket wählen aus Backports, um halt andere Pakete abzudaten. Ich muss ihm das explizit sagen. Das bedeutet halt auch, da sind jetzt, ich weiß nicht, 300, 400, 500 Pakete drin, dass ich eben nicht alle 300, 400, 500 Pakete updaten muss. Es gibt auch noch ein paar andere Repositories, Debian Multimedia, die RepoForge-Leute von RPM, die können das halt auch ganz gut. Da kriegt man halt eine ganze Menge Sachen mit, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Wir haben versucht, das ein bisschen technisch zu vermeiden. Das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Das Bad Updates bedeutet, in dem Moment, wo ich das Paket aus Backports installiert habe, kriege ich mit jedem Upgrade-Update, Upgrade-Dist-Upgrade oder Upgrade die entsprechenden neuen Versionen auch von Backports mit. Wir versuchen, auch gerade auch Security-Updates und ähnliche Geschichten an Backports so schnell wie möglich mitzutracken. Meistens im selben Tempo wie das normale Archiv. Klappt nicht immer, weil es ein bisschen komplizierter ist, aber wir versuchen es zumindest. So, was installiere ich alles? Ja gut, ich möchte eine Isinga haben.
Dokumentation ist optional, wollen wir aber haben, deswegen installiere ich sie mit. Istinger Web wollen wir haben, PNP für Nagios. Ich brauche einen Postgres-Treiber, sowohl für PHP als auch für libdbi. Und last but not least, möchte ich gerne für das Istinger Web auch eine PNP für Nagios-Integration haben, damit ich meine Graphen schön anklicken kann. Na gut, dann machen wir. So. Glücklicherweise bin ich nicht auf das WLAN angewiesen. Ich habe die Pakete schon mal vorher runtergeladen. So. Die Installation geht hier relativ schnell. Die Pakete stellen mir am Anfang ein paar Fragen. Das erste ist, ob ich dann externe Kommandos aktivieren möchte. Man muss dazu wissen, externe Kommandos bedeutet, ich kann über das Webfrontend, über einen Socket, Kommandos in den Nagios oder Istinger reinschicken. In der Summe ist das gegebenenfalls ein Security-Problem. Je nachdem, wie gut unser Core ist, kann ich damit unter Umständen beliebige Kommandos ausführen. Das kam in der Vergangenheit schon mal vor. Deswegen habe ich bei den Paketen gesagt, wir deaktivieren das per Default. Ich überlasse es aber jedem beim Installieren, es einfach einzuschalten. Wenn man also sicher sein will, steht man auf No. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel keine Acknowledgements auf Webfrontend machen kann. Ich kann keine Services reschedulen, ich kann einfach nichts über das Webfrontend machen, was in irgendeiner Form Richtung Core geht. Meistens macht man es an. Das ist meine Erfahrung. Aber ich habe auch schon in Umgebungen gesehen, wo man es nicht anmachen darf. Gerade wenn man irgendwie so einen Slave hat oder so, der sonst nichts tut, will man es lieber auslassen. So, die nächste Frage ist, was für Webserver wir haben möchten. Derzeit supportet ist nur Apache 2. Nginx und Lighty kommen jetzt demnächst. Da habe ich die Configs teilweise für schon rumliegen. Die können dann auch halt automatisch out of the box konfiguriert werden. Jo, wir hätten gerne ein Passwort. Das ist das Singer CGI-Passwort, also das Classic-Interface. Von den Paketen her kann ich mich auch entscheiden, ob ich Classic nicht mit installieren möchte oder installieren möchte. Das ist von dem Paketaufbau her machbar, auf speziellen Wunsch. Da gebe ich jetzt ein Passwort. Muss ich nochmal bestätigen. So. Jetzt kommt Singer Web. Singer Web möchte gerne mit einer Datenbank zusammenarbeiten. Mach mal. Sagen wir ja. Ich möchte gerne Postgres haben. Postgres SQL Application Passwort haben wir nicht. Wir reden mit dem Socket direkt. Deswegen brauchen wir das nicht. So. Auch der Singer Web möchte gerne ein Apache haben. Kriegt ein Passwort. Man muss dazu wissen, Istinger Classic tut sich traditionell mit dem Istinger Admin-User anmelden, während sich das Istinger Web mit dem Root-User anmeldet. Was nichts mit dem System-User zu tun hat, das heißt einfach so. So, jetzt passiert ein bisschen was. So. Jetzt kriegen wir das Ganze nochmal für die IDO-Utils. Die IDO-Utils sind das Bindeglied zwischen Istinger, dem klassischen Core, und Istinger Web. Istinger Web spricht nicht direkt mit dem Istinger Core, sondern geht halt einen Umweg über eine Datenbank. Das heißt, jedes Event, jede Config wird in die Datenbank geschrieben. Darüber muss man sich halt im Klaren sein, wenn man Istinger Web einsetzen möchte. Das bedeutet eine nicht zu unterschätzende Bürde für jeden Datenbank- und File-Server. Kann man machen. Wir machen das jetzt auch. Auch den möchten wir gerne auf Postgres laufen haben. Wir haben immer noch kein Application-Passwort. Im Hintergrund gehen jetzt die Pakete hin, machen meine Tabellen, legen meine Datenbank an, schieben die ersten initialen Daten da rein und sind fertig. So, jetzt out of the box habe ich Singer Web tut noch nicht ganz, da fehlt die Brücke noch. Singer Classic läuft. So, wir haben ein lauffähiges Nagios-System. Ich bin schon angemeldet, deswegen brauche ich jetzt kein Passwort eingeben. Normalerweise kommt auch die Passwortfrage noch davor. Das waren jetzt, weiß nicht, ohne Erklärung 2 Minuten. So, jetzt möchten wir noch Istinger Web haben. Für Istinger Web brauchen wir, wie gesagt, die funktionelle Datenbankkopplung. In nächsten Versionen wird das auch per Abfrage passieren. Das ist auch in der Mache, aber leider hat der Tag nur 24 Stunden. Deswegen ist das leider nicht fertig geworden, aber ganz wichtig, eine Bitte an alle Leute, die auf Debian oder von mir aus auch auf Ubuntu
diese Pakete benutzen. Also unabhängig davon, ob das jetzt Singer oder Nagios ist oder Postgres. Wenn ich irgendein Problem habe, was unter Umständen Debian-spezifisch ist, liegt jedem Paket oder den meisten Paketen ein README-Debian-File bei. Zumindest im Package-Nagios-Projekt haben wir uns viel Mühe gegeben, da alles Wichtige reinzuschreiben. Nahezu 90% aller Fragen, die ich täglich gestellt bekomme, sind da schon erklärt. Also ich wäre total begeistert, wenn die Dinge auch halt auch gelesen werden. Hier steht zum Beispiel drin, was ich tun muss, um die IDEO-Utils zu aktivieren. Ich werde das jetzt hier nicht vorlesen, wir machen das einfach. Ich kriege das auf den Kopf hin. Der erste Teil ist, wir müssen da den Brooker konfigurieren. Brooker sind Plugins, die hängen sich in den Core vom Nagios oder vom Isinga rein und tun Dinge. Das kann alles Mögliche sein. Im Falle von den PNP für Nagios ist das zum Beispiel, wir schreiben unsere Performance-Daten raus, damit sie dann später das PNP für Nagios aufgreifen kann. Im Falle von IDEO-Utils heißt das, alles, was wir in Events kriegen, pumpen wir in die Datenbank rein. Wer schon mal Nagios konfiguriert hat und es bei Singa noch nicht getan hat, bei Nagios muss man das in der Nagios-Config eintragen. Bei Singa haben wir dann etwas anderen Mechanismus geschaffen, nämlich sogenannte Module-Files. Die kann man einfach in die Singa-Modules ablegen. Die sollten halt nur .cfg heißen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ja, ja. Die üblichen Warnungen. Unten drunter ist dann dieser Define-Block. Das ist im Prinzip das, was man vorher durch diese Brooker-Zahl in der Isinga-Config erledigt hat. Oder in der Nagios-Config. Hat euch einen großen Vorteil, dass ich dass ich gleichartige Module damit auch laden kann, weil ich ihnen Namen geben kann. Das heißt, ich kann das IDEO-Mod auch mehrfach laden. Das ging in der Vergangenheit so nicht ohne weiteres. Im Nagios geht es, glaube ich, auch gar nicht. Selbe gilt halt für PNP für Nagios oder alle anderen Brooker-Live-Status, wie auch immer sie heißen mögen, auch. So, das File liegt jetzt da. Chris hat jetzt meine Singer. Normalerweise bietet es sich an, vorher eine Singer-Check zu machen. Das heißt, einfach mal kurz einen Config-Lauf mit -v machen, der einem sagt, ob die Config einfach von der Syntax her valide ist. Und ob der Isinga überhaupt starten würde. Gut, das ist der eine Teil. Das IDEO-Mod schreibt die Sachen in einen Socket raus. Und auf diesen Socket, da horcht die IDEO2DB. Das ist der, der die eigentliche Arbeit macht, die Sachen in die Datenbank zu schreiben. Die müssen wir starten. Das ist ein etc-default Isinga. Das sind so ein, zwei Kleinigkeiten, die man halt zum Startverhalten von Isinga einstellen kann. Unter anderem halt das IDEO2DB. Ja. So, wir haben so ein IDEO2DB gestartet. Das ist soweit ganz fein. Wenn man wissen möchte, ob das Ding auch was tut, bietet es sich an, einfach mal auf die Postgres drauf zu gucken oder auf die MySQL, wie auch immer. Und dann mal gucken, hat sich hier was getan. So, hier hat sich augenscheinlich was getan. Das heißt, wir haben unseren Beispielhost da drin. Ich kriege schon einen kurzen Schreck. Aber das Display ist etwas kleiner. Das heißt, es sieht gut aus. Das heißt, wenn ich die Informationen in der Datenbank drin habe, kann das Isinga Web überhaupt erst funktionieren. Wenn da nichts drin steht, habe ich ein Isinga Web, das kann ich aufrufen und da passiert einfach gar nichts. Da sind keine Hosts drin, nichts. Das ist so einer der typischen Kardinalsfehler, die man am Anfang mit dem Isinga Web macht. Immer erst in die Datenbank reingucken und nur wenn da sich was tut, kann sich auch im Isinga Web was tun. Is that it? Ach, das habe ich wieder rausgekickt. So.
dass du eine Lok hast. Hier haben wir jetzt theoretisch die Linksschrift für PNP für Nagios, weil wir das Kronk mit installiert haben. Kronks sind im Prinzip Plugins für den das Singer Web, das so Add-ons. Da gibt es das PNP für Nagios Add-on, da gibt es das Reporting Add-on, was halt die Reports aus dem Jasper Server in das Singer Web integriert. Viel Fragen zu Singer Web darf man mir aber nicht stellen, weil ich damit selber nicht arbeite. Da ist der Markus hier der Experte für. Gut. Performance-Daten sind schön, sind aber noch nicht da. Kriegen wir aber auch hin. Um den PNP für Nagios zu integrieren, müssen im Prinzip drei Dinge getan werden. Zum einen, was wie gerade schon gesagt, Dokumentation lesen. Auch hier im README Debian befindet sich ein kurzer Überblick darüber, welche Möglichkeiten es gibt, um den PNP für Nagios einzubinden. Das sind im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Das eine ist der sogenannte synchrone Modus. Das heißt, jedes Mal, wenn Performance-Daten reinkommen, werden die vom PNP für Nagios synchron bearbeitet und in RAD-Files gewandelt. Kann ich nicht empfehlen. Hat zwei Gründe. Zum einen, RAD-Tool ist scheiße. Was bedeutet, es ist unheimlich langsam. Und zum anderen heißt synchron auch, dass der Nagios-Server gegebenenfalls darauf warten muss. Deswegen möchte man solche Sachen immer entkoppeln. Das ist auch der Grund, warum IDO2DB von dem eigentlichen Brooker entkoppelt ist. Der Nagios und der Singer Core ist nicht wirklich Multithreading-fähig oder Forking oder was auch immer. Viele Aktionen warten halt aufeinander. Deswegen vergessen wir den synchronen Modus, gar nicht erst erwähnen. Die andere Möglichkeit ist halt über den Event-Broker. Das ist im Allgemeinen die schnellste Möglichkeit, wird halt ein Add-on in den Core geladen und das schreibt dann die Performance-Daten auf die Platte. Und ein anderes Tool, der NPCD, greift diese Tools dann auf, diese Files auf und schreibt die dann asynchron halt in die Datenbank, die RD-Tools rein. Die dritte Möglichkeit ist, dieses Rausschreiben in Dateien selbst zu machen. Es gibt da die, Moment, ich zeige das mal eben. Die sogenannten Pros-Service-Perf-Data Kommandos, die hier mit geliefert sind. Und die machen eigentlich nichts anderes und schreiben diese Performance-Daten alle 15 Sekunden, wie man den Default nimmt, in einen File rein und schieben sie danach in ein anderes File mit einem Zeitstempel hinten dran, damit die Sachen dann bearbeitet werden können. Performance-technisch sind dieser Modus mit dem MV und der Broker relativ nah beieinander. Das tut sich nicht super viel, das ist ein bisschen Geschmackssache. Mit dem MV-Modus hat man teilweise ein bisschen mehr Flexibilität und der NPCD, der Broker tut einfach out of the box, was er soll. Deswegen richten wir den jetzt auch einfach ein. Im Example-Verzeichnis vom PNP für Nagios-Paket ist eine Nagios-Config. Von dem Namen sollte man sich nicht abschrecken lassen. Der Sebastian nur schlecht benannt. Jetzt wirft er wieder nach mir. Da sind exemplarisch aufgeführt die einzelnen Änderungen, die man für die Modi machen muss, um sie halt in Nagios oder in die Singer-Config einzupacken. Wir machen das jetzt relativ einfach, weil ich das nicht kopieren möchte. Hänge ich einfach unten dran. Das ist hier ganz gut aufgeteilt. Hier sind die verschiedenen Modi gelistet und die Optionen, die man halt setzen muss. Synchrones Mode, wie gerade gesagt, sparen wir uns. Das schon mal raus. Diesen Balk NPC-Mode, das ist das, wie sieht man das, wie er dann anfängt, da in einzelne Files rauszuschreiben. Das sind auch hier unten diese Processing-Intervals, diese 15 Sekunden. Das A bedeutet Append, das heißt, er hängt die Sachen einfach immer wieder unten dran, solange bis es halt weggemoved wird. Wollen wir auch nicht benutzen. Also viel. Der Vorteil von dem Brooker ist, es sind nur zwei Config-Zeilen. Das heißt, wir laden hier unseren Brooker rein und der greift hier die Config aus etc, PNP für Nagios auf. Das können wir so eins zu eins alles übernehmen.
Das ist alles vom Paketbetreuer schon entsprechend angepasst. So, jetzt packen wir es hier rein. Darf ich eine Frage dazu stellen? Ja. Wenn ich das mit den ID-Utils schon über das Modulus-Verzeichnis mache, warum mache ich mit dem NPCD nicht? Würde man tun. Ich habe es jetzt halt nur nicht jetzt direkt auf der Fahne und aus dem Kopf tippen, wollte ich es jetzt nicht. Wollte ich auch gerade erwähnen. Normalerweise würde man es halt nicht an die Singer-Config dranhängen, sondern halt ein ETC-Modules, einen entsprechenden PNP für Nagios-Config machen. Ich habe nur die Syntax noch nicht 100% auf der Pfanne, weil es auch relativ neu ist. Und irgendwie 10 Jahre Gewohnheit sind immer relativ schlecht rauszukriegen. Gut, das haben wir jetzt unten rangehangen. Nur Config sieht gut aus. Das resetten wir jetzt. Wie bereits gesagt, ist das Ganze ein asynchrones Processing. Das heißt, der NPCD greift das später auf. Dazu muss aber gestartet werden. Das ist ein bisschen äquivalent zu dem von dem IDO2DB. Da gibt es einen File in ETC Default. Traditionell ist es in Debian so, wenn ein Init-Skript von einem Daemon bestimmte Parameter haben kann oder halt ein- oder ausgeschaltet werden kann, macht man das mit Files in ETC Default. Die werden im Allgemeinen von den Init-Skripts gesourced und die dort drin enthaltenen Variablen werden dann benutzt. Ach, haben wir doch schon auf Yes. Aber laufen tut er bestimmt noch nicht. Ach, doch, läuft. Gut. Ja, der Daemon läuft. Das ist gut. Auch hier wieder eine kurze Minimal-Debugging-Schule. Unter Wahl PNP für Nagios. Unterhalb von Perf-Data befinden sich die geschriebenen RAD-Files. Das heißt, wenn man hier irgendwas findet, ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass der PNP für Nagios seine grundsätzliche Arbeit verrichtet. Wenn man da nichts findet, kann man nächste Ebene höher gucken. Das ist WASP-UPN für Nagios NPCD. Das ist im Endeffekt der Pfad, in dem der Broker die Files ablegt. Das heißt, wenn sich da Files befinden und vor allen Dingen aufstauen, läuft wahrscheinlich der Daemon hinten dran nicht, der die Sachen aufsammelt. Das ist die zweite Stelle, wo man gucken muss. Wenn man den Bulk-Mode benutzt, gibt es noch ein drittes Verzeichnis, ist halt ein Schritt mehr. Da gibt es nämlich war log PNP für Nagios und hier dieses Host-Perf-Data und Service-Perf-Data-File, weil da unten wird appended und alle 15 Sekunden kommt dann dieser MV und schiebt die Sachen dort in dieses war-spool PNP für Nagios NPCD. Das heißt, so diese drei Schritte, die man dann entweder von oben oder nach unten gehen sollte, wenn man aus irgendeinem Grund keine Graphen hat im PNP für Nagios. Da hat man schon so 90% der Debug-Arbeit vom PNP für Nagios erledigt. Ansonsten nach Debug-Level hochsetzen, Logfiles lesen, aber das ist bei jedem Daemon im Prinzip genauso. So, abschließend müssen wir noch eine Sache tun, was damit zu tun hat, dass die Pakete von Haus aus für Nagios kommen. Das macht erstmal kein Problem. Abgesehen von dieser... Ich habe ja ein paar Mal zu oft, glaube ich, installiert. Moment. Ist aus irgendeinem Grund Ja, eigentlich ist es doch. Ja, die suche ich ja gerade. Die ist mir irgendwie verschüttet gegangen. Nee, das gibt's nicht. Ich finde auch mein ETC PNP für Nagios nicht. Ich habe hier ein paar Testinstallationen gemacht. Ich glaube, da ist mir irgendwann irgendwas verlustig gegangen. Ja, ich weiß auch was.
Ich habe nämlich händisch Config-Files entfernt und das ist dann jetzt in die Hose gegangen. Aber gut, das kriegen wir schnell gefixt. Was ich jetzt im Prinzip getan habe, ich habe das Paket eben gepurged. Das heißt, alle Config-Files und so weiter und Einstellungen von PNP für Nagios sind weg. Jetzt installieren wir das Paket wieder, dann sind die Configs auch wieder da. Es gibt noch andere Tricks, wie man das wieder herstellen kann, aber das ist jetzt der schnellste Weg. Jetzt habe ich auch wieder ein etc-pnp für Nagios. Eine Sekunde. So, ich muss eben den Schritt wiederholen, dass der Daemon gestartet werden soll. Das war nämlich auch der Grund, warum er gerade lief. Ja. Hast du das jetzt aus Backports installiert? Das Backports, oder war das, ja. Das ist, ja. Okay, weil das eben, am Anfang hast du es angegeben mit -T Backports und eben nicht mehr bei der Installation. Ja, ich bin gerade verwirrt. Ist Trick 17, weil das Paket gibt es nur in Backports und dann nimmt das auch aus Backports. Normalerweise müsste ich -T Squeeze Backports angeben, aber das Paket gibt es halt noch nicht in Stable, weil das irgendwann kurz danach gekommen ist. So. Ach Gott. NPCD läuft. Wo ich gerade hin wollte, als ich meine PNP für Nagios Config vermisst habe, ist dieses File. Der PNP für Nagios, das PNP für Nagios Paket bringt halt eine Nagios Config mit, was im Prinzip überhaupt kein Problem ist, weil 90% in der Konfiguration funktioniert auch einwandfrei mit Singer. Abgesehen von dieser einen Stelle, Nagios Passwort haben wir nicht. Jetzt restarte ich meine Apache und jetzt dürfte ich zumindest schon mal im Singer Web. Okay, ich wiederhole meinen Kommentar von gerade. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine Singer Web. Graphen. So, das war Singer Web. Wenn das ist Singer Classic, müssen wir noch zwei weitere Schritte tun. Und zwar ist es so, dass das Singer Web, das ist Singer Classic und auch das Nagios nur sehr rudimentäre Möglichkeiten benutzen, um ich sage es mal, Informationen aus anderen Diensten zu integrieren. Es gibt da diese Action-URL, damit kann man so Dinge tun. Ist allerdings in meinen Augen eher ein kruder Mechanismus. Aber gut, man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Auch das ist wieder dokumentiert. Das ist hier unten dieser Teil. Das ist zweimal einzutragen. Und zwar gibt es das halt für den Host und für den Service. Das können wir uns jetzt einfach hier kopieren. Wenn man Singer aus dem Daemon-Paket installiert, liegt in Singer Objects so eine minimale Beispielkonfiguration, einfach nur um zu gucken, dass das Ding funktioniert, die auf Localhost arbeitet. Und da gibt es halt dieses Generic Host und Generic Service Template. Das kann man einfach irgendwo reintun. So. Dasselbe machen wir jetzt nochmal für den Service. Der Status-Check beschwert sich nicht. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Button bekommen, da können wir draufdrücken und auch dort haben wir PNP für Nagios. So,
So, das war jetzt Isinga Web, Isinga Classic, Postgres-Datenbank, IDO-Utils, PNP für Nagios in, naja, gebraucht haben wir 20 Minuten. Ohne Erklärung wären es wahrscheinlich so um die 7 Minuten gewesen. Das ist das, was wir halt den ganzen Tag so machen. Dafür sorgen, dass Sie halt im Prinzip diese Pakete mehr oder weniger alle out of the box benutzen können. Der Plan ist, das Ganze noch ein bisschen weiter ins Extrem zu treiben. So diese IDO-Schritte zum Beispiel, die werden jetzt auch in nächsten Versionen voll automatisiert werden. Da sagen Sie am Ende einfach nur ja oder nein, danach haben Sie ein lauffähiges IDO. Bei den Configs kann man das jetzt mit dem PNP für Nagios, kann man das jetzt, zumindest im Classic Interface nicht wirklich machen, aber zumindest mit Isinga Web tut es ja auch schon out of the box, weil die haben halt ein richtiges Add-on-System, da kann man sowas machen. Aber in ihrer Isinga Config oder in ihren TOS-Templates rumschreiben, das werde ich nicht machen in Paketen. Ich bin mir sicher, sie möchten auch nicht, dass ich das tue. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwo dokumentiert. Diese Schritte, die wir gerade gemacht haben, sind sowohl im Isinga Wiki dokumentiert, als auch in dem, was ich Ihnen gleich vorstellen werde. Das war es mal so als Beispiel für das, was wir so den ganzen Tag machen. JackMK sieht sehr ähnlich aus, es geht auch der größte Teil davon einfach out of the box, was bei dem dort vorliegenden Distributionssystem mittleres Wunder ist. ModGearman, ja gut, da ist sowieso nicht viel zu tun. Nagios Plugins. Wenn Sie bei uns Plugins installieren, kommen die Plugins durch die Bank mit einer sinnvollen Config. Das heißt, Sie haben schon Kommandos definiert und können die im Prinzip durchgehend benutzen. Was ein bisschen schwierig ist, wenn Sie einfach von Nagios oder von Isinga diese im Netzkurs in den Beispiel-Configs nehmen, weil dann haben Sie gegebenenfalls Kommandodefinition doppelt. Dann müssen Sie am Ende aussortieren. Nagios, Nagios Grafer, Nagios sieht alles sehr ähnlich aus. Allgemein also ein sehr, sehr kompletter Stack, hoffe ich. Druck tut auch out of the box, das zeige ich jetzt aber nicht mehr. Was habe ich sonst in den letzten Wochen getan? Es ist so, ich betreibe zwei Backports, aber aufgrund dessen, dass es halt ein offizielles Projekt ist, habe ich da nicht unbedingt die Möglichkeiten, alles immer so zu machen, wie ich das vielleicht gerne möchte. Debian befindet sich jetzt im Freeze, das bedeutet, wir werden so Anfang nächsten Jahres eine neue Version releasen. Das heißt, der Testing-Zweig ist jetzt so eingefroren und da tut sich nicht mehr viel. Das heißt, wir wollen eigentlich trotzdem deswegen neue Versionen haben. Ich denke mal, die Leute, die Isinga benutzen möchten, Isinga 1.8 haben, Isinga 2, Druck, letztes PNP für Nagios, all diese Geschichten. Deswegen habe ich mir eine Lösung überlegt. Diese Lösung nennt sich Debian Monitoring Projekt, ist im Prinzip eine Erweiterung dessen, was wir schon im Package Nagios machen und versucht, so einen zentralen Anlaufpunkt zu schaffen, um Monitoring-Pakete im Bereich Debian zu bündeln, zu sammeln, die Dokumentation dazu zu sammeln und halt auch immer die aktuellsten Versionen zur Verfügung zu stellen. Ich muss das mal zeigen. Jetzt hoffe ich, dass mich das WLAN nicht verlässt. Ist jetzt noch nicht ganz so weit, wie ich es gerne gehabt hätte, aber wie gesagt, der Tag hatte 24 Stunden. Alles schaffen kann man leider auch nicht immer, aber es wird kommen. Momentan ist die Anzahl von Paketen, die sich da drin befinden, noch relativ übersichtlich. Das wird sich jetzt im Laufe der Woche erledigen. Isinga 1.8 wird reinkommen, letztes PNP für Nagios wird reinkommen. Dann sowohl für Stable als auch für Testing. Dadurch, dass Testing jetzt frozen ist, gibt es schon die ersten Leute, die ihre Server auch auf Testing betreiben. Habe ich schon erlebt, oder Restaging-Systeme. Deswegen stellen wir die Sachen auf beiden Distributionen zur Verfügung. Für die Architekturen AMD 64 und i386. Das ist ein entsprechendes Bild, den Netzwerk hinter, was ich in letzten Wochen geschrieben habe. Und das ist so, sollte der neue Anlaufpunkt werden, den ich mir vorstelle für Monitoring-Pakete unter Debian. Da sollen auch Sachen drin landen, die vielleicht noch nicht unbedingt nach Debian kommen. Isinga 2 werde ich zum Beispiel bestimmt noch nicht nach Debian hochladen. Ich habe aber schon fertige Pakete. Die werden jetzt, ich schätze mal, heute im Zug wird ein bisschen schlecht mit dem Traffic, aber morgen oder übermorgen werden die wahrscheinlich auch dort landen.
Das heißt, jeder, der schon mal damit spielen möchte, mehr kann man damit noch nicht machen, darf es da gerne ausprobieren. Wer ganz neu dazugekommen ist, Druck. Das Webfront von Sven Nierlein. Lässt sich jetzt auch zumindest in der Testing-System direkt out of the box installieren. Für Stable-Systeme muss ich noch den Catalyst-Stack backporten, was noch ein Erlebnis für sich wird. Wir haben eine Reihe von Mailinglisten, das ist eine User-Mailingliste, wo ich mir wünsche, dass so später in der Zukunft Supportanfragen und ähnliche Geschichten oder Probleme aufschlagen oder wo sich halt auch Nutzer austauschen können. Ja, man kann dann contributen. Es gibt natürlich auch eine Anleitung, wie das Archiv zu benutzen ist. Und hier unten wird jetzt kommen, werden jetzt die verschiedenen How-Tos, die es so gibt für Isinga, für PNW, für Nagios, für Druck, was auch immer, möchte ich dort gerne sammeln, dass man einen Anlaufpunkt hat, um diese How-Tos zu finden, egal ob man jetzt Isinga benutzt, Nagios benutzt oder was auch immer. Dieses How-To Isinga DO Utils plus Isinga Web, was wir im Prinzip gerade gemacht haben, ist da auch schon soweit hinterlegt. Bis auf das PNP für Nagios, das fehlt noch. Das heißt, man also einen Ablaufpunkt braucht, um von oben nach unten durchzugehen, wird man das in Zukunft immer auf dieser Seite finden. So, genau, das ist das Debian Monitoring Projekt. Sieht wenig aus, sind aber, ich glaube, 40 Stunden, 50 Stunden Arbeit, die ich da schon reingesteckt habe. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr berichten kann, dass das Ganze funktioniert. Und auch benutzt wird. Wenn jemand helfen möchte, ich bin immer daran interessiert, Leute dazu nie helfen, man kann Dokumentation schreiben, man kann Pakete gegebenenfalls bereitstellen, man kann auf den Mailinglisten später Nutzeranfragen beantworten oder man kann auch Patches für die Webseite schicken. Das ist alles noch so ein bisschen im Anfang. Das ist in der Contributing, ist das soweit aufgelistet. Gibt es natürlich auch ein Repo zu. Das Ganze ist eine Perl-Anwendung. Auch diese Sachen im Hintergrund, welche Pakete im Archiv sind und so weiter, sind alles mehr oder weniger Live-Daten aus dem Repo heraus. Jo. Das hat Debmon. Auch so ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Für mich ist Debmon aber Schritt 1 von 2 Schritten, die ich jetzt im nächsten und in den nächsten 2 Jahren gehen möchte. Das ist nämlich so ein Virtual Debian Monitoring System. Wie ich gerade schon sagte, so OMD gefällt mir nicht, von der Struktur, wie es ist. Aber wer meckert, der muss halt sich auch was Besseres überlegen. Das Virtual Debian Monitoring System ist meine Idee, in Zukunft paketorientiert mit so Sachen wie Sites und sowas umgehen zu können. Die Debian-Pakete werden jetzt zumindest schon mal anfänglich für Isinga und die Sachen, die ich selbst betreue, so wird erweitert werden, dass ich jederzeit so virtuelle Staging-Instanzen oder verschiedene Kunden mit den vorhandenen Paketen installieren kann. Ziel soll sein, irgendwann zu sagen können, make deb Kunde, dann fallen die Configs, die auf dem System sind, als deb hinten raus, nehme ich aufs nächste System, installiere das, habe dort dasselbe Environment. Das Ganze soll halt ein bisschen konträr zu diesem OMD-Ansatz sehr paketorientiert werden. Das heißt, eine volle Integration mit den Paketen, entsprechende Management-Tools. Da gibt es ein grobes Konzeptpapier für, von mir für. Das werde ich jetzt die nächsten Tage oder Wochen irgendwann veröffentlichen. Und ich hoffe dann einfach, dass sich Leute finden, die mit mir daran arbeiten, das so zu erledigen. Ich spreche da auch meine Maintainer-Kollegen an aus dem Projekt. Ja, auch dich da hinten. Ja. Daran mitzuwirken, sodass wir vielleicht in der Lage sind, so im nächsten Jahr zu sagen, okay, wir haben ein System, was ähnliche Dinge tut wie OMD, wo ich mir aber keinen Fremdkörper in mein Packaging-System einbringe, sondern einfach damit arbeiten kann im Rahmen meiner Distribution. Jo, damit bin ich auch ganz gut in der Zeit am Ende. Bin froh, dass Sie noch da gewesen sind. Die meisten sind ja anscheinend schon nach Hause. Und hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen was zeigen konnte, dass Sie eine Idee bekommen haben, was wir den ganzen Tag so tun. Und bedanke mich einfach.